Heute ist der 14. Dezember. Hallo, herzlich willkommen zu Santiagos Adventskalender. Ich bin die Margot Rothweiler, Schauspielerin, Synchronsprecherin und was alles in diesem Beruf so für uns Schönes anfällt. Und heute lese ich ein Gedicht von Robert T. Odemann, Die Vertretung. Ja, die Adventszeit, das ist die schönste Zeit im Jahr. Vor allen Dingen, wenn dann die Weihnachtsmärkte langsam geöffnet sind und wir von Stand zu Stand gehen. Und die Gerüche, es riecht nach Bratäpfeln, Nüssen, Zimt, Anis, Punsch und Glühwein. Und wenn wir dann schon in Richtung Heiligabend gehen, dann wurzelt es in der Küche und da steigt uns ein Geruch in die Nase, nämlich die Gans ist in der Röhre. Und was ein Gänsebraten bzw. die Gans so alles erlebt, bevor sie in dieser Röhre landet, das erzähle ich jetzt mit dem folgenden Gedicht. Die Vertretung. Es sprach der Schwan zum Gänserich: Ich hätte dich gern um was gebeten. Du tust es sicherlich für mich. Kannst du mich heute mal vertreten? Du siehst mich als Verliebten hier. Es knistert förmlich im Gefieder. Und heute Morgen schrieb sie mir: Wann sehe ich dich endlich wieder? Ich kabelte: Heute Rendezvous. Bezaubernd ist die kleine Schwänin. Ich fliege Kopenhagen zu. Das holde Kind ist nämlich Dänin. Und da die Reise doch sehr weit, so hab ich für Ersatz zu sorgen. Vertritt mich während dieser Zeit, ich komme wieder übermorgen. Der Gänserich sprach: Gern, mein Freund, die Männer sollen sich unterstützen. Doch sag, wie hast du das gemeint? Auf welche Art kann ich dir nützen? Der Schwan sprach: Das ist halb so wild. Du brauchst den Hals nur lang zu strecken. Dann hat man fast das gleiche Bild und niemand wird den Tausch entdecken. Gemacht, gemacht, sprach Gänserich, streckt hoch den Hals wie eine Stange. So ähnlich meinst du sicherlich. Das schaffe ich, hab keine Bange. Doch sage mir nun ganz genau, bei wem soll ich dich denn ersetzen? Wie heißt die kleine Schwanenfrau? Wo finde ich sie? Auf welchen Plätzen? Oh, lieber Freund, spricht jetzt der Schwan, steh ich bei dir in dem Verdachte? Dann wiegst du dich im falschen Wahn. Verzeih, wenn ich dich lüstern machte. Nein, weit entfernt von aller Brunst wär dieser Dienst ganz reputierlich. Du tust es für die deutsche Kunst mit allem Anstand ganz manierlich. Ich wollte dich, so sprach der Schwan, wenn du so gut sein willst, bemühen, für mich im Opernhaus den Kahn im Lohengrin zu ziehen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und jetzt wünsche ich euch schöne Weihnachten. Und wenn ihr zwischen den Jahren Zeit habt, vielleicht auch mal ein bisschen über mich und was ich so tue zu erfahren, dann schaut doch mal in den YouTube-Kanal von Stiftung Sonne für Schattenkinder. Das ist ein Logo mit einer Sonnenblume und einem Regenbogen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.